Sache mit dem Älterwerden. Seit 20 Jahren warte ich jetzt aufs Sterben. Und lieg jedes Jahr am Ende wieder falsch. Das Ganze dann von vorn so wie im Kreis. Das Gefühl, dass da etwas in mir drin ist. Doch gehe nicht zum Arzt aus der Angst, dass er was findet. Hab immer das Gefühl, dass mich alles mehr zerfrisst. Hab noch immer Angst, dass man mich vergisst. Wann wird es endlich normal? Niemals, nie mehr, nie wieder. Sache mit dem Selbstvertrauen. Ich denk, ich mach was und die Welt lacht's aus. Denk, seit ich klein bin, dass ich nie so richtig hingehöre und dass ich ruhig hingestöre. Denke zu oft, dass ich nicht bin und nichts kann. Und weit entfernt bin von einem Mann. Sollte öfter darauf stolz sein, was geschafft ist. Doch wenn irgendetwas gut lief, fand's die andere. Ey, mit 18 dachte ich, mit 20 hab ich mein Leben im Griff. 20 dachte ich, mit 25 habe ich mein Leben im Griff. 25 dachte ich, spätestens mit 30 ist alles geklärt. Und jetzt? Wann wird es endlich normal? Niemals, nie mehr, nie wieder. Doch war es das jemals? Bislang, bisher, bis hierher. Immer neue Probleme. Stark zu sein dann. Meistens fällt mir stark zu sein an. Das ist halt die Sache mit der Angst. Wenn du willst, aber nicht ganz. Viele kleine Schritte kaputt. Und viele Bitte besser als geplant. Naja, auch wenn ich dann halt nochmal. Wann wird es endlich normal?